LISA Pathfinder ist ein einzigartiges Experiment im All. Die Mission soll 2015 fliegen und testet die Schlüsseltechnologien für den ersten Gravitationswellendetektor im Weltraum. In unzähligen Tests hat jetzt die optische Bank als eine Schlüsselkomponente bewiesen, dass sie alle Anforderungen verlässlich meistert. LISA Pathfinder, wie der Name ja schon andeutet, ist keine eigenständige wissenschaftliche Mission, sondern ein Pfadfinder. Der Sinn ist, dass wir ELISA bauen können, um damit Gravitationswellen aufzuspüren. Der Sinn einer Pfadfindermission ist, das Risiko beim Bau eines weltraumbasierten Gravitationswellendetektors zu minimieren. ELISA ist ein riesiger Sprung in der Technologie. Es scheint uns viel zu riskant, die derzeitige Messgenauigkeit mit einem Mal um den Faktor 1000 oder mehr zu erweitern. Viele der Herausforderungen sind genau die gleichen. Man braucht eine optische Bank, um die Positionen der lokalen Testmassen genau auszulesen. Man braucht Steuertriebwerke. Man braucht viele der Technologien, die in LISA Pathfinder integriert sind, auch für ELISA. LISA Pathfinder gibt uns ein starkes Fundament, auf dem wir die ELISA-Mission verwirklichen können. Die optische Bank ist das Herz des LISA Pathfinder-Satelliten und des eigentlichen Experiments. Ihre optischen Komponenten, Spiegel und Splitter aus Glas, verteilen und leiten das Licht aus zwei Laserstrahlen so geschickt auf die Fotodioden, dass auf der Bank vier vollwertige Interferometer arbeiten. Sie vermessen den relativen Abstand von zwei Testmassen in absoluter Ruhe. Auf kleinstem Raum kann so ein Laserinterferometer erprobt werden, dessen tatsächliche Armlänge später Millionen von Kilometern zwischen drei Satelliten erreichen wird. Grundsätzlich soll das Design der optischen Bank ermöglichen, die Distanz zwischen zwei Testmassen zu messen. Diese Testmassen sind 40 cm voneinander entfernt, also muss die optische Bank in diese Maße hineinpassen. Das ist der Anfang. Und dann muss man ein optisches System entwerfen, das dort hineinpasst und alles messen kann, was gemessen werden muss. Die Grenzen werden von der Geometrie und den Ausmaßen der Testmassen definiert. Und man muss eben schlau genug sein, um alles dort einzupassen. Angefangen von der Einspeisung des Laserlichts bis zum Material der optischen Bank haben die Wissenschaftler alles neu entwickelt und angepasst. Vor allem die Ausrichtung der optischen Komponenten ist ein echtes Meisterwerk. Wir haben jetzt Licht auf der optischen Bank. Winkel, Abstände und Achsen der Spiegel und Splitter müssen mikrometergenau eingestellt und dauerhaft mit der Grundplatte verbunden werden. Das Verfahren dazu, das sogenannte Bonding, haben die schottischen Wissenschaftler perfektioniert und in unzähligen Testreihen überprüft. Dazu haben sie auch ihr eigenes Messsystem entwickelt. Sie kennen alle Werte, die das optische System erreichen muss, und vergleichen sie immer wieder mit den aktuellen Größen. Das eigentliche Design der optischen Bank haben die Forscher aus Glasgow, übrigens zusammen mit dem Albert-Einstein-Institut, in Hannover entwickelt. Dinge auf eine minimale Größe zu reduzieren, eine echte Herausforderung. Der erste Prototyp war viel einfacher. Er hatte die vierfache Fläche und nur drei anstelle von vier Interferometern. Und da dachten wir schon, das ist schwer. Aber wenn wir mit einem Satelliten in den Weltraum wollen, dann sind Platz und Masse natürlich teuer und alles muss so klein wie möglich gehalten werden. Richtig schwierig wird es, wenn man auf der kleinen optischen Bank an Komponenten rankommen will, um eine Feinjustierung vorzunehmen. Wir waren uns ja sicher, dass wir bei dieser Neuentwicklung auch erfolgreich sein würden. Aber als wir dann die Ausrichtung der optischen Komponenten mit dieser enormen Submikrometergenauigkeit tatsächlich auch erreichten und dies auch nachmessen konnten, das war ein sehr befriedigendes Erlebnis. Doch die pure Präzision und Messgenauigkeit reichte den Wissenschaftlern noch nicht. Die optische Bank muss auch verlässlich arbeiten und einiges aushalten können. Deshalb wurde das Kunstwerk aus Glas in den vergangenen Wochen abschließend noch einmal verschiedenen Umweltbedingungen ausgesetzt, wobei die Schwerpunkte auf den Auswirkungen von Kälte, Wärme und Erschütterung lagen. Etwas robust genug für den Einsatz im Weltraum zu machen, ist vergleichsweise einfach. Wenn das Gerät erst einmal im Weltraum ist, ist es in einer sehr stabilen Umgebung. Es gibt keine großen Temperaturänderungen. Die Strahlung kann natürlich Probleme verursachen. Aber unsere Optiken sind aus Quarzglas und das ist ziemlich immun gegen Strahlung, sollte also keine Schwierigkeiten machen. Es ist eine echte Herausforderung, etwas zu konstruieren, das auch die Reise in einer Rakete unbeschadet überleben kann. Das war wohl das Schwierigste am ganzen Projekt, denn die Vibrationen, die bei einem Raketenstart auftreten, sind erstaunlich unangenehm.
LISA Pathfinder muss den Start ja nicht nur überleben, sondern die mikrometergenaue Ausrichtung der Komponenten muss erhalten bleiben. Das Schwierigste war also, den mechanischen Entwurf so hinzubekommen, dass er auch die ersten paar Minuten von seinem Einsatz heil überlebt. Wenn die erst einmal geschafft sind, ist alles gut. Die Tests und Simulationen an der Universität Glasgow haben noch einmal gezeigt, dass die optische Bank mit allen Komponenten wie Spiegel und Fotodioden wie erwartet verlässlich funktioniert. Hochpräzise misst und auch den Flug an ihren Bestimmungsort im All ohne Probleme überstehen kann. Sie ist bereit für den nächsten Schritt, die Integration in das Experiment und den Satelliten LISA Pathfinder. Es wird toll sein, wenn wir die Daten von LISA Pathfinder bekommen. Alle freuen sich auf die Herausforderung, die unvermeidlichen Inkonsistenzen, die man ja nie wirklich erwartet, zu klären. Das wird ungeheuer spannend. Pathfinder ist eine große Herausforderung, weil es das erste Mal ist, dass wir viele der Technologien einsetzen, die später für ELISA benötigt werden. Bei ELISA gibt es zusätzliche Herausforderungen, aber viele der großen Unbekannten werden von Pathfinder schon ausgeräumt. Die Technologien von Pathfinder, wie die Vakuumbehälter, die Gehäuse der Testmassen, all diese Dinge können wir später genauso bei ELISA einsetzen. LISA Pathfinder ist also unglaublich wichtig, um den Weg für ELISA zu ebnen. Für den ersten Gravitationswellendetektor im All ist die optische Bank ein Meilenstein. Die Wissenschaftler in Glasgow haben das weltweit präziseste Interferometer fürs All gebaut und sie haben bewiesen, dass es robust und zuverlässig ist.